为了更好地培养年轻球员，以科技见长的德国人还制造出了这台高科技的训练设备——喂球机。Wir gucken, je nachdem wie Spieler, wie gut, was für Schwierigkeiten oder Defizite der hat, und dann arbeiten wir gezielt in der Richtung. 在这个封闭空间里，四面分布有64个目标点。足球会从不同角度飞来，球员要做的就是接到球，并且将它射到指定的位置。训练结束后，计算机会列出数据图表来分析每一位球员。Ja, wir mit der Maschine können wir positionsspezifisch trainieren. Das ist das, was wir versuchen, das hier zu simulieren, hier so spielnah wie möglich zu simulieren. Und dann bereiten wir sie dann auf dem Platz vor. Götze, das WM-Tor, das kann man auch hier simulieren.2014年第20届世界杯足球赛最终的决战在马拉卡纳球场拉开大幕，而喂球机的最强玩家正是马里奥·格策。德国队呢，在过去的连续三届世界杯比赛里都杀进了四强，这是他们连续第四次进军四强。德国队边路传，好机会，停，打的球进了，球进了。19号格策，比赛的第113分钟。2014年的夏天，马里奥·格策在加时赛用胸部停球，凌空垫射，整个动作一气呵成。这粒制胜球正是这位最强玩家给出的最好答案。科技不仅是几台机器、几个程序，更是德国引以为傲的胜利砝码。